Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video nach mittlerweile 4 Wochen. Sehen wir uns dann auch mal wieder. Doch in diesen 4 Wochen ist unheimlich viel passiert. Und ich muss auch hier nochmal erwähnen, eigentlich ist der Rhythmus alle 2 bis 3 Wochen. Leider habe ich es nicht geschafft, vorher ein Video rauszubringen. Entschuldigt das. Ebenfalls streame ich jetzt nur noch freitags, samstags und sonntags von 18 bis 22 Uhr, weil ich sonst mit Montagsstream leider generell nicht hinbekomme, alles zu schaffen, was ich möchte. Bisschen scheiße, aber auch das kriegen wir hin. Wir sind stehen geblieben bei der World Tour, bei der Baumfarm und wie viel ich durch AFK sammeln zusammenbekommen habe. Wir werden in diesem Video die heftigste Farm bauen, die es in diesem Projekt jemals gab. Und das hat bei den Farmen, die ich bisher gebaut habe, wirklich was zu heißen. Was es für eine Farm wird, was auf der Reise bis zum Ende dieser Farm passiert und was ich wieder mit dieser Farm Besonderes angestellt habe, das seht ihr alles im heutigen Video. Schaut gerne auf Instagram vorbei, da bin ich momentan aktiv. Ebenfalls kommen auf dem Motorvlog-Channel ab und zu immer mal wieder ein Motorvlog. Und dann würde ich sagen, let's go, rein in das Video. Es sind übrigens ganz dringend Discord- und Twitch-Moderatoren gesucht, also wenn ihr Bock habt, bewerbt euch. Und damit, es ist herzlich willkommen zu einem neuen Video eigentlich. Zu einem neuen Video und zu einem neuen, unfassbar geilen Projekt, Digga. Ich will euch ja nicht hypen. Ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen in der Startsequenz, aber ich habe vor, in nächster Zeit das nächstfolgende Projekt zu bauen, um auf die Vorbereitung des Elmapilis hinzuspielen, beziehungsweise um die Vorbereitung des Elmapilis komplett abzuschließen. Das wird ultra krank, das wird die heftigste Farm neben der Goldfarm, die wir im gesamten Projekt jemals gebaut haben. Vom Bauaufwand her ist es gar nicht so viel tatsächlich, nur halt, die Drops, die herauskommen sind. Das ist ein wirklich ganz, ganz, ganz anderes Niveau. Ihr wisst ja, dass wir für den Elmapilis brauchen wir Quarz. Wir brauchen Tiles, wir brauchen einerseits Quarz, um zu bauen. Andererseits brauchen wir Quarz ebenfalls dringend für Repeater oder Komparator, eins von den beiden Sachen. Wie bekommt man automatisiert Quarz? Das ist eine sehr gute Frage und die Frage kann ich euch beantworten, denn es gibt in Minecraft seit der 1.16, glaube ich, schon jetzt sehr, sehr lange eigentlich, wenn du so willst, gibt es sogenannte Piglins. Wir können mal Gold holen und dann zeige ich euch mal, was für Viecher ich meine. Die Dinger, Digga, die Dinger brauchen wir. Warte, wir können mal eins gefangen nehmen. Komm mal her, Kollege. Töt mich nicht! Komm doch! Ja. Alles gut, Digga, hab ich geregelt, Digga. Der Boss. Ja. Okay, jetzt haben wir 2 Stück gefangen. Hier, endlich. Die 2 Dinger brauchen wir. Und zwar in Massen. Es werden am Ende bei der Farm 197 Dinger. Weil wenn ich jetzt hier den einmal Gold hindroppe, seht ihr, die heben das auf. Die gucken sich das an. Und die haben da am Ende richtig Bock drauf, mir ein bisschen Stuff zu droppen. Das machen. Ja, hier Fäden haben wir jetzt einmal. Und mal gucken, was der andere droppt. Ja, hier das Ingot-Ding. Nether-Ziegel. Leider kein Quarz, aber auf jeden Fall diese Biester hier. Die Dinger können auch Quarz droppen. Und jetzt kommt's zu dem Ding, was wir am Ende 1A, Digga. Ja, ich muss jetzt mal ausbrennen. Ja, Aufnahmen bei Velation. Also anders kannst du es einfach nicht sagen, Digga. Netherwhite und Megalul. Haha, Chat. Ja, Velation sagt Netherwhite. Haha, lustig, Digga. Ja, Mann, ich habe einen Sprachfehler. Junge, ihr bringt den Joke seit Jahren. Wir haben, wie gesagt, vor, diese Piglins, diese Funktion der Piglins zu nutzen. Und die Menge an Gold, die wir aus der OP-Goldfarm rausbekommen haben, diese Menge an Gold will ich diesen Viechern droppen lassen. Ihr habt es gerade schon gehört. Es werden 197 Piglins am Ende eingeschaltet. Die werden das traden und am Ende werden wir in der Mitte des Ganzen stehen, also in der Mitte dieser Drop-Area und den Stuff entgegennehmen. Ich kann euch das einmal ganz kurz zeigen. Dieser nette Dude, guckt da gerne alle vorbei, lasst ihm mal ein Like da, von dem bauen wir diese Farm am Ende ab. Denn am Ende will ich so wie er jetzt dastehen, die Farm aktivieren, wie er es jetzt tut und gleich seht ihr was, Digga, was einfach wirklich unfassbar ist. Es fängt jetzt hier ein Piglin nach dem anderen an, ihm Stuff zu droppen und ihr seht auch, was da passiert. Das will ich auf meiner Welt haben. Diese Farm produziert in einer Stunde, guckt euch das bitte an. Guckt euch das an. Diese Farm produziert in einer Stunde über 600.000 Items. Ich habe hier übrigens auch einen Kommentar. Vor 6 Monaten hatte ich die Farm schon in Aussicht. Und jetzt kommen wir dazu. Diese Farm produziert über 600.000 Items. Verschiedenste Items werden ein riesiges, also wirklich ein sehr, 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 sehr großes Lagersystem bauen. Ein Lagersystem, was es so
in der Welt noch nicht gibt. Wie gesagt, die traden uns Quarz. Quarz ist zwar kein großer Anteil von dem Gesamten, aber das Ding ist, Quarz brauche ich auch für zukünftige Projekte. Für welche Projekte? Das kriegt ihr dann irgendwann nach dem Amberpolis-Projekt mit. Aber ich habe natürlich nach dem Amberpolis-Projekt schon unfassbar kranke Sachen geplant und dafür brauchen wir Quarz. Ebenfalls gibt das Obsidian, was man viel braucht. Fäden braucht man sehr, sehr oft zum Spawnproof machen alleine. So geile Scheiße. Gravel, genau, Kies, ganz, ganz wichtig. Kies für Beton. Es ist einfach sehr krank. Auf jeden Fall brauchen wir für diese Farm sehr, sehr viel Stuff. Also was heißt sehr viel Stuff? Eigentlich brauchen wir sehr viele Trichter. Wir brauchen sehr viel Eis und wir brauchen sehr, sehr viele Kisten und ein riesiges Sortiersystem bauen. Also wirklich ein riesiges. Ich gehe von über 3 Doppelkisten an Chests aus, die wir verbauen werden. Das ist mein Plan. Wir haben hier noch vom letzten Bauprojekt von den Statuen die gesamten Schalkerkisten, die sind noch voll. Und deswegen würde ich erstmal sagen, ich hole jetzt den gesamten Stuff dafür ran und danach suchen wir den Place to be, Digga. Den Platz, wo dieses Ultra-Konstrukt gebaut wird. Und dann sehen wir weiter. Wir suchen jetzt den Place to be. Ich habe jetzt allen Stuff endlich zusammen. Es war tatsächlich gar nicht so viel, wie ich erst gedacht hatte. Auf jeden Fall muss ich jetzt gleich erstmal ins Tutorial nochmal gucken, beziehungsweise in das Video, was ich euch gezeigt hatte. Denn die Farm muss an einem bestimmten Place to be gebaut werden, weil nur da oder da spawnen mehrfach oder nur da, ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall ist es wichtig wegen dem Piglin Spawn und dem Piglin Trades an sich. Das gucken wir uns jetzt gleich aber mal an. Den Crimson Forest Biome ist ganz wichtig, das ist eigentlich Ziel. Und genau den Teil werden wir bauen. Wir müssen fleißig in einen Crimson Forest. Das Problem ist, ich habe hier drumherum schon sehr viele Chunks in den vorherigen Versionen geladen. Bedeutet, wir müssen sehr, sehr, sehr weit fliegen, um, glaube ich, einen Crimson Forest zu bekommen. Okay, hier sind aber auf jeden Fall schon mal neu geladene Chunks. Crimson Forest ist... Oh, Ehre. Hier sind wir richtig. Hier ist genau da, wo wir wollen, Chat. Ja, aber hier werden wir das bauen. Und dann gucken wir mal weiter, weil das Ding ist, wie gesagt, das ist halt... Tutorial oder Block-by-Block-Tutorial und ich werde das wesentlich höher bauen als er, da wir das Lagersystem nicht so bauen können, wie ihr das denkt, wie wir es bauen werden, sondern das Lagersystem muss aufgrund der Schnelligkeit, wie schnell die Items im Prinzip gedroppt werden von diesen Piglins, müssen wir das ja ziemlich umständlich und beknackt bauen. Anders kann ich es nicht sagen, ich habe doch richtig abgekotzt, weil eigentlich baut man Lagersysteme ja immer so, ne? Das hier jetzt oben geht dann die Dings lang und dann baust du es immer so. So kennt ihr das ja, so seid ihr es von mir gewohnt. Durch die Schnelligkeit in der Zeit, wo die Piglins es droppen, müssen wir das Lagersystem so hier bauen. Damit im Prinzip durchgehend 2 Trichter die Items weiter transportieren. Weil sonst irgendwann die Trichteranlage verstopft. Der Dude benutzt wirklich nur die minimalste Anzahl an Doge-System, die er benutzen kann. Piglins droppen zu dem und dem Prozentgrad die Items und sagt, yo, wenn wir sagen, wir von 100 Items ausgehen, werden so viele Items von der Sorte gedroppt und deswegen macht er nur so wenig. Aber wenn ich natürlich dann sage, yo, ich mache einfach das Doppelte von dem, was der macht oder sogar mehr, dann wird natürlich der Stuff, der hier rüberrutscht, ne, und die Trichter befüllt, wird dann auch doppelt so schnell abtransportiert. Heißt, theoretisch gesehen müsste es auch mit dieser Lagersystemart funktionieren, ohne dass wir da große Storage-System-Einlagerungsprobleme haben. Ihr kennt mich, Chat, und ich übertreibe mein Lagersystem an sich eigentlich schon immer. Aber bei diesem Lagersystem werde ich mehr als übertreiben. Ich hätte mal eine Schalker Wall bauen sollen, ne? Das ist wieder mega dumm. Weil hier können jetzt beispielsweise Piglins oder so drauf spawnen. Das wollen wir ja auch nicht. Wir bauen mal hier eine Schalker Wall hin, Digga. Das wäre wesentlich einfacher. Wir haben jetzt hier die Schalkerkisten stehen, die Schalker Wall. Wir haben uns doch nochmal dazu entschlossen, 4 Beacons zu holen, bevor wir reinstarten. Weil mir das wichtig ist, dass wir hier Sprungkraft haben, Schnelligkeit und Eide und so, ne? Weiß irgendjemand zufällig, ob wir noch Beacons haben? Müssen wir kurz... Sag jetzt nicht, wir müssen 4 Wither-Killen gehen. Wir hatten doch... Digga, wir hatten 2 Doppelkisten mit Wither-Köpfen. Also 2 Schalkerkisten voll mit Wither-Köpfen. Ich weiß aber nicht, wo die denn sind. Die sind einfach weg. Hatten wir das... Ja, am Emmerplatz hatten wir das hier hinten bei den Schalkern. Oh, Chat, ich liebe euch, Digga. Ja, wir gehen einmal kurz ein paar Wither töten. Oh, Chat, ohne euch wäre ich aufgeschmissen hier auf der Welt. So, spawnen wir einfach mal den ersten, zack. Dann kann der da drinnen sein und gleich mal explodieren und wir töten den dann ganz angenehm. Servus. Seht ihr, so einfach geht es, also no joke. Ne, wir töten jetzt mal 8 Wither oder so einfach. Ich glaube nicht, dass wir für das Projekt 2 Vierer Beacons brauchen, aber wenn, haben wir es halt trotzdem, wisst ihr, wie ich meine? Wither Nummer 1, getötet. 8 Netherstellen, jetzt brauchen wir 8x3. Was? 8x3, 16. Nee, nicht, doch, nicht 16. Doch, hä? Nochmal eine 8 drauf, 24. Ja, 4.
Ja, 24. Und dann brauchen wir jetzt 24 Obsidian, ein bisschen Glas, das haben wir aber hier auch direkt vor Ort und dann können wir uns 8 Beacons machen. Ich glaube hier müsste das Glas sein, Chat. Ja, genau. Das brauchen wir und jetzt können wir, glaube ich, die Beacons craften. Gucken wir mal kurz nach. Ja, mashallah. 8 Leuchtfeuer gecraftet. Dann holen wir uns von hier aus direkt noch ein paar Stacks an Eisenblöcken. Das Ding ist, ich mache einfach einmal so. Und mach die hier wieder voll. Wir haben jetzt die Beacons, wir haben jetzt die Eisenblöcke. Wir begeben uns jetzt wieder zurück zum Farming Place to be. Und danach geht's endlich los. Nach einer Stunde zu spät mit einer Stunde Verzögerung, als ich eigentlich wollte. Hier sind wir am Place to be, Digga. Warte, wir können nochmal den Beacon kurz aufstellen. 4er Beacon Chat können wir setzen. Und also so, zack. Und dann können wir hierfür gleich die Effekte einstellen. Also wir brauchen einmal Schnelligkeit 2. Schnelligkeit 2. Dann brauchen wir einmal Eile 2. Dann brauchen wir einmal Resistenz 2. Und einmal Sprungkraft 2. Let's go. Jetzt noch alles einmal spawnproof machen, dass wir ja keine Piglins oder so einen Scheiß spawnen. Und dann können wir eigentlich starten. Okay, chillig, chillig. Ja, okay, dann können wir jetzt aber wirklich mit dem Bau starten. Zum Glück, Alter. Wir müssen jetzt hier das Lagersystem designen und bauen. Dafür müssen wir 29 Blöcke mit dem Eis in die Richtung da. Und dann generell 29 Blöcke in die Richtung, dann vielleicht 3 Blöcke in die. Und dann wieder 29 zurück, 3 Blöcke in die, 29 zurück. Und ich denke mal, dass wir am Ende irgendwie 6, 7, 8 oder vielleicht sogar 9, 10 Linien haben. Irgendwas in die Richtung, Digga. Bis nach da hinten. Und da hinten wird es dann einmal nach rechts gehen, also hier zurückkommen. Und dann werden wir noch ein Überfülllager einrichten. Sowie eine Verbrennungsstation am Ende, wo diese ganzen Immer schön liken und abonnieren. Korrekt, auch wichtig, wo dann die ganzen Seelenläufer und Soulspeed-Dinger und so reinkommen, also die Bücher sowie diese Eisenboots, die da rauskommen, ne, das ist... So, okay, heißt, wir müssen von hier aus jetzt 1, 2, 6, 7, sind 20, bis hierhin. Wir haben jetzt diese Dinger hier fertig. Wir können einmal ein Item durchschicken. Guck mal, schmeißen wir einmal hier eins rein. Die funktionieren übrigens vollautomatisch, ne? Ich muss da nichts machen. Und wenn ihr jetzt guckt, zack, wird das hier fleißig hin und her gekickt. Das funktioniert diesmal über dieses Fadensystem. Bedeutet, hier ist immer am Beobachter ein Faden. Und der aktiviert dann den Pisten. Und der Pisten kickt dann dieses Item hin und her. So ist das gesamte System aufgebaut. Habe ich es jetzt eingesammelt? Ja. Ich hab's eingesammelt. Doch. So, jetzt wird die Karotte nach da gekickt, die dann nach da, dann nach da hinten und das geht dann bis zum Ende. Hier werden überall Trichter rankommen und hier wird dann einmal ein Überfülllager sein, genauso wie hier wird auch ein Überfülllager sein und dann geht's bis nach hier hinten und jeder Stuff, der dann über ist, wird hier verbrannt. Dann müssen wir noch eine Höhe festlegen, das können wir jetzt gleich mal machen. Ich würde mir mal Glas schnappen und dann legen wir mal eine Höhe fest, bis wohin die Farm gehen soll. Ich will's, wie gesagt, sehr groß gestalten. Und soll ich mal was sagen? Ich will den Boden mit Glas bauen und habe nicht genug Glas dabei. Dummheit in Person. Dummheit in Person, das trifft's gut, Alter. Wir fliegen noch mal kurz ins End. Digga, wir müssen noch mal kurz Glas holen gehen. Dann haben wir jetzt unser Glas hier von einem lang andauernden Projekt hier, was noch kommen wird jetzt in nächster Zeit. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier das ganze Glas und wir machen uns jetzt mal eine Höhe aus, wo wir dann das Lagersystem hochziehen. Ich würde es bis nach ganz unten ziehen, weil, keine Ahnung, wenn ich hier stehe und die Kisten halt von da aus, von hier bis nach ganz oben ragen, würde es halt echt scheiße aussehen, weißt du, was ich meine? Mhm. Also das wäre wirklich eine Nummer zu viel des Guten. Wenn wir da anfangen, auf der Höhe, ja, auf der Höhe, da fangen wir an. Genau an dem Block da. Warte, wir markieren uns das mal kurz und gucken dann mal nach, ob das so passt. Ja, gucke, wenn wir es da machen, na, vielleicht noch einen Block tiefer, Block höher. Mein Herz sagt Block höher, wir machen noch einen Block höher. Also wir fangen jetzt hier erstmal an, dieses Lagersystem hier hinzuzumachen. Ich würde das jetzt mit der Glasscheibe da als Grundhöhe hinsetzen. Wisst ihr, dass es so ist, dass es da im Prinzip in der Luft schwebt. Wir sind jetzt hier mit der Grundplattform fertig. Das sieht echt irgendwie sehr cool aus. Muss ich einfach sagen, das sieht wirklich echt sehr cool aus. Scheiße. Und werden jetzt die Kiste hier einmal hinziehen. Also erst, ich denke mal, wir setzen erst die Kisten und danach die Trichter und dann ganz zum Schluss. Okay, ganz zum Schluss kommt dann das Redstone. Aber das seht ihr dann, wenn es soweit ist, Digga. Alter! Fuck my life. Ja, Digga, die Lags sind am Start. Okay, Entscheidung. Wir machen das nicht so. Ich kann das bei den Lags, Bruder, kann ich das echt nicht so lassen. Das...
Ich habe jetzt auf 2 Chunks, auf das niedrigste, was es gibt. Und wenn ich hier hingucke, habe ich einfach 30 FPS, Digga. Weil es so viele Kisten sind. Ich habe mehr als übertrieben. Ich habe zu doll übertrieben, okay? Es tut mir leid. Ich habe zu doll übertrieben einfach. Ich werde jetzt diesen Abteil, alles, was ihr hier seht im Prinzip, diesen gesamten Abteil werden wir jetzt einmal nach oben setzen. Sehr weit nach oben. Da oben sind dann, keine Ahnung, vielleicht 10, 15 Doppelkisten in jeder Reihe. Na, machen wir mal. Ja, 15 Doppelkisten. Irgendwas lasse ich mir einfallen. Auf jeden Fall verschieben wir das auf die Höhe. Ja, dann setzen wir das jetzt. Wir setzen mal die Plattform. Ich guck mal, wie hoch ich die setze. Ob ich die jetzt noch höher setze. 2, 3 Blöcke oder nicht. Und dann werden wir die Reihe, die ihr hier seht, einmal auf der Seite von der Höhe her bauen. Sodass wir mit den Lags ordentlich klarkommen. Und dass mein Minecraft hier nicht komplett ausrastet. Wir holen uns jetzt hier mal ganz viele Trichter. Wir holen uns ganz viele Trichter. Und dann werden wir jetzt an alle Kisten erstmal Trichter setzen. Von da bis nach ganz oben durch. Einmal querbeet, Digga. Und wenn die Trichter gesetzt sind, können wir theoretisch dann... Boah, Alter, wie es ruckelt. Boah, fuck my life, Digga. 24 FPS, chillig. Ja, wenn die Trichter gesetzt sind, können wir oben mit dem Redstone anfangen und einmal das Lagersystem im Prinzip beginnen. Wir müssen zwar alles auf zwei Dings rendern, auf 2 Chunks, aber soweit hält das hier. Die Trichter stehen jetzt soweit. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, wir können eigentlich das hier noch abbauen. No joke, das hier hau ich nochmal weg, Alter. Das ist ja mal mega wack. Das ist hier jetzt erstmal alles soweit beseitigt. Die Trichter stehen, die Kisten stehen. Ey, Maschallah, wir können mal groß machen. Es wird zwar gleich laggen, aber es sieht echt fucking fett aus. Next Step ist, das Redstone zu setzen. Wir müssen einmal das ganze Redstone hier verbinden, ne? Also im Prinzip ist jeder Slot hier ein einzelner Lagersystem-Slot, wo ein Item rein kann. Und das muss ja mit Redstone gemanagt werden. Heißt, wir müssen hier Blöcke setzen. Ja, Redstone drauf und dann Redstone Torches etc. So wie man halt ein Sortiersystem baut. Damit das am Ende auch hoffentlich glorreich funktioniert und wir hier nicht mit einem kaputten System dastehen. Es ist wirklich, allein das hier ist ja fett. Aber wenn ich dann nach hier unten gucke, Bruder. Holy shit, ja, wir haben es einfach wieder mal übertrieben. Maschallah. Das Redstone steht soweit, Maschallah. Guck mal, wie wild es aussieht, Emmy. Junge, daraus ist echt was geworden in den letzten 2, 3 Streams. Mückenstich, was? Digga, du hattest niemals Mückenstich am Sack. Also, wenn du wirklich einen Mückenstich am Sack hattest, dann mein Beileid, Alter. Bevor wir weiter darüber reden, gucken wir mal kurz ins Tutorial, ob wir jetzt noch irgendwas Redstone-technisches brauchen. Weil wenn nicht, mache ich danach erstmal das Design fertig. Aber wir gucken erstmal. Ich hatte mal an meinem Penis, an meinem Geschlechtsteil, hatte ich mal einen Pickel. Und danach, Digga, war da so eine richtig eklige, ja, fast eine Narbe, wenn du so willst. Hab gedacht, das bleibt für immer. So, was macht er jetzt? Alles spawnproof machen. Ja, dann macht er die Piglins danach. Genau, die holen wir dann auch rein. Und dann collectet er eigentlich nur das Sortiersystem mit Stuff, ja. Aber würde ich sagen, nächster Step, wir können gleich weiter über eure Mückenstiche am Sack reden, Digga. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal ein bisschen Design. Ich habe zwar gesagt, yo, soll jetzt nicht so wunderschön werden, soll es auch nicht. Aber ich will mir einmal Quarzsäulen holen und die Decke auch, also hier einmal eine Glasdecke reinziehen, Quarzsäulen holen, um wenigstens so ein bisschen zu holen, hier ein paar Eisengitter und so drauf, damit es ein bisschen moderner einfach wirkt. Mehr nicht, okay? Wirklich mehr, wir machen... Nicht mehr, versprochen. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Nur wirklich das Gröbste ein bisschen Design, okay? Dafür hole ich jetzt mal den Stuff ran, ganz kurz. Wir brauchen einmal Quarzsäulen. Dann werden Endstäbe geil. Ich glaube, wir haben irgendwo auch noch Endstäbe bestimmt rumliegen. Eisen brauchen wir ganz viel en masse. Was ich jetzt im Kopf hätte, was ich bauen will. Und vielleicht noch Quarzblöcke. Zuallererst muss ich aber kacken. Emmy, spielst du weiter in der Zeit? Und dann einfach nach da fliegen. Dann kommt irgendwann die Goldfarm. Und dann gehst du in das Portal, wo ich immer reingehe. Hey, du meintest... Wir müssen die Villager trainieren wollen. Geh von dir aus... Gegenüber. Rechts. Nee, rechts. Wo? Da ist rechts. Rechts? Du sollst nach rechts dich drehen. Da ist doch rechts, Junge. Du sollst dich nach rechts drehen. Noch weit. Ja, jetzt auf dem Portal, da. Den da. Ey, du bist nervig, Junge. So, warte, wir brauchen einmal von hier die Quarzblöcke und Quarzsäulen, genau, da wollte ich nämlich hin. Jetzt bräuchte man nur noch eine leere Schalkerkiste. Ey, ich bin echt froh, dass ich so viel Quarz immer nebenbei trade. Das macht einen doch glücklich, wenn man das sieht. Kommt mal mit, liebe Schalker. Ja, wir müssen nur Endstäbe suchen. Ich hätte die auf jeden Fall mit zu dem Startturm-Projekt genommen. Nur die sind halt in irgendeiner Crab-Schalkerkiste und hier ist halt nichts. Wenn nicht, müssen wir kurz Chorusfrüchte holen und einmal durchbrennen. Ich will es brennen, damit ich am Ende diese Chorus-Dinger habe, damit ich dann Endstäbe craften kann. Ihr wisst doch, was ich meine. Diese Chorus... Oh, kann ich da einfach die hier nehmen? Ja, ich glaube, das hier. Das muss ich einfach brennen. Guck mal, Emmy. Cool. Krass, oder? Die Frage ist jetzt nur, Chat,
wo wir Blaze Swords herbekommen. Leider habe ich auch keine Blaze Sword Farm. Wir holen uns kurz Pfeil und Bogen und dann gehen wir einmal in Nether und holen uns Blazes. Habe ich genug Rüstung dafür? Ja, safe. Hä? Ach, da ist das Portal. Let's go, Chat, einmal in den Nether. Wir gehen Blazes abschlachten mit 2718 Leveln. Komme ich hier auch nach oben zur Festung? Weg, 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 weg. Bam! Oh, hä? Sorry, ich dachte, der stirbt. Da. Genau, die brauchen wir. Einmal bitte ganz viele Blaze Swords für uns. Oh, Spawner, sehr gut. Wollen wir an dem Spawner bleiben, Chat, oder wollen wir rumrennen? Ey, hat er bei seinem Tod was geschossen? Das ist schon dreist. Ihr meint es hier zu vergrößern und so. Ja, das mache ich sowieso. Bleib, Spawn, Trap, Spawner, Spawner, ja. Okay, beim Spawner bleiben, chillig. Bitte einmal nicht treffen, danke. Komm her, Kollege Atze. Zack. Wir haben alles, wir ziehen durch. Wir screenshotten nochmal die Koordinaten. Wir sind weg, Digga. Scheiß, raus hier. Weg, 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 weg. Ja, okay, dann müssen wir jetzt craften einmal. Wo geht's zum Brennen hin, Emmy? Weißt du es noch? Wo deine ganzen vielen Kisten sind? Keine Ahnung. Nee, zur Wait Farm. Ja, ich glaube, ihr seid auf Brennen eingestellt. So, dann geht mal da rein. Und packt mal bitte die Chorusfrüchte einmal in die Öfen. Ja, Chat, so und nicht anders. Die Chorusfrüchte werden gebraten. Wir brauchen irgendwann noch so einen OP-Ofen. Und warte, wir können die ersten... Man muss es damit... Ich dachte mit Blaze Powder die ganze Zeit. Ja, egal. Sind wir durch, Digga. Okay. Endstäbe haben wir. Quarzblöcke haben wir. Quarzsäulen haben wir. Check, check. Glas ist vor Ort. Wir können weiterbauen mit der Pedigon Trade-Station, Digga. Wir können das Schönheitsideal beginnen. Geil, Mann. Wir haben jetzt hier alle... Boah, Bruder, die Lags sind ja unaushaltsam. Ich muss auf zwei Trunks spielen. Wir haben jetzt hier alles gebaut. Ihr seht, ich habe das hier in einem modernen, futuristischen Design gehalten. Und ja, generell so... Ja, eher so tempelmäßig eigentlich, wenn du so willst. So palastmäßig vom Baustil her. Ich hätte jetzt noch vor, ob das zeitlich so möglich ist, weiß ich noch nicht. Aber ich hätte jetzt eigentlich noch vor, hier so... Hier nochmal das zu erweitern ein Stück und dann hier auch Balken hochzuziehen. Und hier so eine Kreis- oder so eine Halbkreissäcke hinzuziehen. So wie hier halt nur ein größer. Wisst ihr, wie ich meine? So wie wir es da gemacht haben. An sich gefällt es mir erstmal vom Design. Außer halt, dass wir hier nichts haben. Und dazu kommen wir jetzt auch direkt. Denn ihr seht, ich habe hier was versucht. Ich habe hier so eine Laterne gebaut. Sieht jetzt erstmal ein bisschen dumm aus. Wird aber im Gesamtbild, glaube ich, relativ geil wirken. Denn ich will das jetzt hier plus minus mal an jede Ecke versuchen zu integrieren. Dass es hier überall mal ein bisschen runterhängt. Sodass die Insel am Ende schwebend aussieht. Ich kann das hier nochmal... Bruder, das hängt jetzt da erstmal runter, aber ich glaube, wenn da halt überall was runterhängt, also überall so ein bisschen was, das wäre dumm, wenn wir jetzt schon die Laternen bauen, fällt mir gerade auf. So oder so, es wäre dumm, wenn wir jetzt schon die Laternen bauen. Vergiss die Laternen, das wäre dumm, wenn wir das zuerst bauen. Wir bauen zuallererst hier die Decke rüber. Aber die Decken würden, glaube ich, am Ende dann diesen Vibe geben, damit wir uns wirklich genau angucken können, yo, wäre es jetzt schlauer, zuerst die Laternen, die nach unten hängen, zu bauen oder die Lampen oder was anderes? Was soll ich euch sagen? Ich wollte eigentlich hier beenden, ne? Aber mein Kopf sagt nein. Mein Kopf will das. Ich finde das so sexy. Ich finde das so geil. Auch das hier, Digga. Das ist einfach... Es ist fucking wunderschön geworden, Mann. Es triggert mich so sehr, wenn man hier runter geht. Es ist unvollendet. Es sieht scheiße aus. Es ist kacke. Es ist wack. No joke. Und mein Kopf explodiert. Mein Kopf sagt die ganze Zeit, Bruder, das kannst du nicht so lassen. Ich kann das nicht so lassen. Sonst kriege ich einen... Digga, ich krieg einen Kollaps. Ich krieg einen Kollaps, wenn ich das... Ich explodiere. Hier kommt ein Balken hin, der geht bis nach oben. Dann kommt hier ein Balken hin. Da kommen auch diese Dinger wieder ran, wie wir es da oben gesetzt haben. Genauso. Hier kommt dann nochmal ein Balken dazwischen. Dann bauen wir ein Fenster genauso, wie es hier ist. Genau an die Ecke da. Die Decke kommt genauso rüber nochmal. Genau in dem gleichen Design, wie wir es hier haben. Und dann wird hier eine Landeplattform sein. Hier, das Stück von hier bis zu dem Balken hier hinten wird offen bleiben mit einer Landestation, dass man angeflogen kommt von hier aus gesehen und kann dann hier rein im Prinzip und dann steht man in dem Raum. Also ja, damit ihr Bescheid wisst, wir haben jetzt hier soweit alles designt und fertig. Und wir haben da eine Wand offen. Und ich habe jetzt gerade die ganze Zeit eine Meerjungfrau designt, eine fleißige, die ich übel nice finde. Also ich finde sie übel dope. Manche aus dem Chat feiern sie jetzt nicht so. Die besteht aus Quarz. Die kann ich euch einmal kurz zeigen. Eine Meerjungfrau. Manche feiern sie nicht, manche feiern sie. Ich muss sagen, ich erkenne es. Ich finde es auch geil als Gebilde und ich glaube, das wird ein richtiger Eyecatcher in dem Raum. Wir haben ja auch versucht, einen Drachen zu bauen. Aber das war ja ein Satz mit X. Und für diese Meerjungfrau brauchen wir, wie ihr seht, Prismarin. Ja, das ist jetzt das Problem. Denn Prismarin bekommt man bekanntlich nur aus...
Wassertempeln. Wir waren auch, glaube ich, im gesamten Projekt in noch keinem Wassertempel. Klingt ein bisschen lost nach 200 Folgen. Aber ich habe halt Prismarine noch nie gebraucht, ne? Egal für was. Der Plan wäre jetzt einmal zu einem Unterwassertempel zu fliegen, sich vorher noch gute Rüstung zu schnappen, ne? Und wenn wir dann den Unterwassertempel am Looten sind, hoffen wir mal, dass wir heute nicht verrecken, Digga. Weil davor habe ich eigentlich am meisten Angst. Soweit haben wir, glaube ich, jetzt erstmal alle Sachen. Enderkiste haben wir. Totems haben wir. Blöcke haben wir. Dann gehen wir jetzt los, Chat. Ich verwette meinen Kopf darauf, dass hier ein Unterwassertempel war. Ah, sag ich doch. Nicht umsonst Kopf verwettet. Glück gehabt. Tut mir bitte nichts. Frieden. Frieden. Hä? Was ist denn das für ein Vieh? Das ist der Boss, oder? Das ist der Boss, ne? Ah, Junge, was geht? Alter, ist ja mega chillig. Hey, ich habe mir das echt härter vorgestellt, Chat. Alles Frieden. Das war fucking fett. Wo geht's hier? Warte, wir gehen mal zuerst nach ganz oben und killen mal den Boss, der ganz oben chillt. Hier war ich schon mal drinne. Ja, Digga, ich war hier schon mal im Let's Play. Ja, und dann bin ich gestorben und dann bin ich nochmal hergekommen und hab mich nicht nochmal getraut herzukommen. Na, Atze, was geht? Alles fit im Schritt, oder was? Einmal sterben, bitte. Bam, nächster Fisch getötet. Ja, easy. Hä, wollen wir noch einen Tempel looten, Chat? Habt ihr Bock auf noch einen? Wenn wir schon mal dabei sind. Wir legen erstmal den ganzen Stuff, den wir jetzt haben, weg. Damit mein Inventar wieder clear ist. Und danach machen wir noch einen. Ich habe Bock auf noch einen. Und dann können wir die Meerjungfrau schnell bauen. Das sollte ja nicht zu lange dauern, die zu bauen, schätze ich mal. Ja, wir haben jetzt alles, Chat. Oh, fuck, das war die falsche Schalke, 1A. Alle Blöcke, die wir brauchen, Seelaternen haben, weil wir haben jetzt auch zum ersten Mal im Projekt Schwämme. Und jetzt können wir uns eigentlich dran machen, die Dings zu bauen. Oh, nee, wir bauen... Oh. Ah, schon verkackt, Digga. Vergiss, was ich gesagt habe. Wir brauchen noch zwei Banner und Haare. Also Birkenholz. Wir fliegen einmal los. Wir haben kurz zwei Banner und Birkenholz. Siehst du aus, als hätte ich in Geschichte aufgepasst. Digga, bei Rom ist in Italien. Emmy, was ist die Hauptstadt von Griechenland? Greta? Ist nicht Rom die Hauptstadt von Griechenland? Rom, Athen. Athen. Oh. Ja, okay, jetzt kann... Oh. Oh. Oh, Digga, das, So, wir haben jetzt 2, 4, 5, 6, das reicht. Wir müssen jetzt Banner färben. Und dann brauche ich Banner hier, hellblaue, genau, 2 Stück. Weißen Farbstoff haben wir hier. So, Maschallah, da einmal so, so. Und dann brauchen wir einmal die hier, ne? Ja, genau, davon brauchen wir 2 Stück, bitte. Zack, zack, perfekt. Chat, wir haben unsere beiden Banner, let's go. Heißt, wir können die Meerjungfrau jetzt hinzimmern, endlich, Digga, nachdem wir hier Ewigkeiten gefarmt haben. Ich hoffe mal, das wird wild, also die Schwanzfossung muss halt hier rausragen später. No joke, das kann überwild werden. Wir müssen ja noch alles Bombo machen, fällt mir gerade auf. No joke, wir haben jetzt zwar die Kisten und soweit erstmal plus minus alles fertig. Ich würde dann nur eine Kiste hinpacken. Ich denke mal, eine Kiste an sich wird geiler aussehen und die hier würde ich eins weiter nach links packen, so. Wir müssen danach noch alles Spawnproof machen und einmal die Beacons ordentlich umsetzen. Also der Beacon ist ja noch eine Zumutung. Die Schwanzflosse ist fertig, die süße Maya ist fertig. Wir müssen jetzt hier nur noch einmal das reintun, dann brauche ich noch ein paar Stacks Raketen. Ja, keine Ahnung, falls die Raketen mal ausgehen und ein Stack essen wäre noch wild. Braucht man sonst noch irgendwas zum Überleben an so einem Place wie dem hier? Nee. Ja, dann steht die Meerjungfrau. Die Süße, Alter, das haben wir echt. Also ich weiß, manchen gefällt es nicht, Digga. Mir gefällt es aber sehr gut. Ich weiß auch gar nicht, wie einem das nicht gefallen kann. Ich finde das echt unfassbar sexy, Digga. Das sieht no joke geil aus, wenn wir dann noch die Blöcke spawnproofen, lul. Ah, sonst ist das echt, das ist echt wild. Ich finde es echt wild persönlich. Persönlich gefällt es mir sehr gut. Und auch hier die ganzen Räume, alle Gänge, Digga. Alles ist fertig. Finish designed. Außer die Laternen, die nach unten hängen sollen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt, nachdem wir alles soweit designed haben, ich find's echt geil. Muss ich nochmal erwähnen. Nachdem wir alles kurz designed haben, ne? Kurz designen, in Anführungszeichen. Wir sind jetzt seit über 8 Stunden dran. Ja, moin. Was es noch alles zu tun gab und wie die Farm in Aktion aussieht, das seht ihr in 3 Wochen am Sonntag um 16 Uhr hier auf dem Channel. Bis dahin. Ciao.